Seid gegrüßt und willkommen zur zweiten Episode meiner Code Vein Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. So, wir schauen einfach mal nach, was wir hier noch machen können. Stufenaufstieg, das ist schon mal gut. Level 2 sind wir schon. Der Dunst belebt deine Körperzellen und verbessert deine Kampffähigkeiten. Sehr schön, wir haben ein bisschen mehr HP bekommen, wie ich gesehen habe. Talente, Ranger, Beständigkeit im Nahkampf, Stärke und Geschick. Lager? Was heißt Lager? Blutbefleckter Pflock? Okay. Zerstreut, dein Körper ist nach Benutzung nicht aufgebaut, aber all dein Dunst geht verloren. Was? Okay. Teleport? Wir haben hier nichts. Partner wechseln? Oliver oder ohne Oliver? Tutorial starten? Speichern und so. Ja, das brauche ich jetzt nicht. Dann schauen wir mal weiter. Gehen wieder hier zurück. Wechseln vielleicht mal eben die Waffe wieder. Hatte ich nicht was anderes? Moment, ich hätte doch ein Bajonett, genau. Aber das? Ich mag es zwar nicht, aber hey. Okay, das hier haben wir geläutert. Was? Infos zur Steuerung, Tipps findest du hier? Was? Nein, will ich jetzt nicht. Wir wissen, was hier drunter ist. Nichts? Schade. Als ob hier kein Gegner auf uns wartet. Hallo? Gegner? Okay. Als ob... Oh, da ist einer. Und rechts höre ich auch irgendwas. Okay, da scheint keiner zu sein. Ah, die... Oh, oh. Oh, didn't they pass us earlier? Oh. Are you okay? Did you get hurt? Oh oh. Oh nein. Die Maske. That could have gone better. I'll catch up with you in a bit. Don't worry about me. I'll be all right. Go on. You just focus on finding some blood beads, all right? That girl is waiting for you. Okay, opfert sich einfach. Ist das? Jetzt habe ich Angst alleine. Nee, ich rede erstmal mit ihm. Don't worry about me. I'll be all right. Okay. Go on. Just focus on finding some. Ja, ja, ja. Oh, kommen die schon direkt hier an. Wow. Reichweite keine. Wow. Was tut es? Okay. Ich habe einen Punkt wieder aufgeladen. Das war vielleicht nicht ganz so schlau, nochmal einen Punkt zu oder mehrere Punkte. Oh, Breitschwert der Verlorenen. Oder des Verlorenen. Ich glaube, das gefällt mir besser. Hm, ein anderes Schwert nutzt von gefallenen Wiedergängern, die zu verloren wurden. Okay. Okay. Was auch immer das tut. Ja, nehmen wir das doch. Hier springt eh gleich wieder einer von der Seite. Jetzt höre ich auch noch Schrittgeräusche. Oh, Kisten. Oh, der sieht größer aus. Wir gehen mal ganz vorsichtig ran. Hinter dem Gegner Angriff von hinten, okay? You don't say. Okay, so stark war der jetzt auch nicht. Hallo? Loot? Drop? Hallo? Hm. Hier ist nix. Hier ist eh gleich wieder ein Gegner drunter. Nö. Oh, hier liegt was. Erwecker, irgendwas. Oh, da steht einer. Wow. Ach, der andere geht weg. Schön. Wie war das hier? Stärker machen. Au!
Der hat mich schon gesehen, der Sack. Was zum... Was habe ich getan? Ja, komm her. Oh, vielleicht mal heilen. Aber es heilt nicht ganz 400. Ich habe nicht aufgepasst, wie viel es geheilt hat. Ich habe mich aber angreifen lassen oder treffen lassen. Verlustsplitter, okay. Was auch immer. Down, du bist down. Das ist der, der zurückkam, ne? Oh, Kisten. Wow, verdammt. Gut bin ich nicht im Parieren. Oh, genau. Ja, mach halt alles kaputt. Bin ich auch noch vergiftet? Ich raste aus. Ich hoffe, die explodiert nicht. Ich bin immer noch vergiftet, verdammt. Ich habe nur noch zwei Heilungen, oder wie das hier heißt. Sollte es vielleicht auch komplett nutzen. Immer noch gedottet. Paralyseimpfstoff. Oh nö, wie heile ich mich denn jetzt? Also weiter, oh, da liegt was. Ich loote erstmal. Was soll schon schief gehen? Es geht hier gar nicht weiter. Oh, hi. Regenerationseinleiter, alles klar. Irgendwie Sachen, die ich nicht tragen kann, kommen ins Inventar. Okay. Ich schaue einfach mal. Ich würde auch gern wissen, was passiert, wenn man down geht. Oh, da steht einer hinter. Hallo? Da. Breitschwert des, der verloren ist, habe ich ja schon. Obwohl, ja, das habe ich zweimal. Und nicht, dass hier wieder so Dinger runterfallen. Da habe ich auch keine Lust drauf. Hey, du da, komm her. Oh, hinter mir ist einer. Was? Okay. Dann war es wohl doch die richtige Taste, die ich gerade gedrückt habe. Hallo? Sammeln? Danke. Regeneration? Oh. Nee. Hä? Achso, dass ich mehr haben kann davon. Gut. Der ist down. Kann ich hier runter? Sehr schön. Oh, hi. Was war das? Ich würde mich ja echt gerne heilen. Kann ich hier hoch? Ich kann gar nicht hüpfen, fällt mir gerade auf. Kann ich... Oh, ich kann rennen. Was war das? Oh, er macht irgendwas. Okay. Fällt mir ein, ich habe ja noch die Axt. Die kleine. Der pennt doch da, oder? Alter, was ist denn mit dem? Set down oder Stufenaufstieg. Beim Rasten an einer Mütze kannst du Dunst investieren. Ja, um deine Stufe zu investieren. Das habe ich eben schon gemacht. Hallo, aktivieren. Okay. Da ist wohl irgendwas. Hm. Kann ich mich jetzt hier ausruhen und habe ich dann wieder die Heilung und bin voll. Oh, sehr gut. Stufenaufstieg. Stufe 3. Mehr Lebenspunkte. Mehr Ausdauer. Das ist echt gut. Und Angriff wird auch um einen Punkt stärker. Sehr gut. Talente. Kämpfer. Was ist das? Lebensschub. Passiv erhöht maximale LP. Adrenalin erhöht zeitweise Angriffskraft. Dreifache Annihilator. Entfesselt ein Kombo auf ein nahes Ziel. Das habe ich doch schon. Keine Blutschutz. Erzeugt eine temporäre Barriere um dich und deinen Partner, die den Blutwiderstand erhöht. Fokus Ausdauerverbrauch reduziert die verbrauchte Ausdauer, während du fokussiert bist. Nee, wir lassen es mal. Ausgut sind wir ja jetzt, endlich. Kann ich die Sachen hier. Nee. Dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Oh, da liegt noch was zum Aufheben. Regionaler Wimpel. Ich muss erstmal gucken, was das hier alles für ein Zeug ist. Moment mal.
Inventar. Was ist denn das hier alles? Paralyseimpfstoff. Verluststsplitter. Wo ist denn dieser Wimpel? Komme ich hier weiter? Achso, hiermit. Erwecke einen Aktivator mit dem inaktive Fähigkeiten in einem Blutcode. Achso. Die Waffen ist die Kleidung. Ein Gegenstand, dessen Wert je nach Besitzer stark steigt oder fällt. Okay. Kein Plan. Wir gucken weiter. Wird sich schon irgendwann auflösen oder ich lese mir das irgendwann in Ruhe durch. Lebst du oder bist du? Oder hinten ist einer. Ich sollte auch gucken, ob da oben was ist. Oh oh, die sieht aus wie ein Special-Gegner. Muss ich jetzt Angst haben? Oh, ich wechsle lieber zu einer schnelleren Waffe. Okay, parieren. Moment mal, du bist Katzin? Hi? Das ist der andere Typ, ne? Hi? Hey. Are you a fellow explorer? It appears you're alone. I'm on my own at the moment too, but I was hoping for a partner for the path ahead. What do you say? Would you mind working together? At least until we're through here? Don't worry, I'm not gonna stab you in the back. The miasma and the lost here are enough trouble as it is. Ja? Thanks a lot. I'm glad to work with you. Ich meine, seine Maske ist irgendwie nicht kaputt. Fremdling. Na cool. Sind wir jetzt nicht mehr alleine. Die Frage ist, gehen wir hoch? Oh, wo gehen wir hier eben hin? Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Wobei, oben entlang gehen scheint mir sinnvoller zu sein. Oder schlauer. Hinter jeder Ecke könnte... Hm, hier ist halt nichts. Was ist das? Ist das hier eine... Was ist das für ein Viech? Oh, verdammt, was ist das denn für ein Viech? Hier sind alles so Viecher. Wir gehen mal eben unten entlang und schauen, ob wir da vielleicht nicht direkt mitten im Raum stehen, wenn wir da ankommen. Das macht mir doch etwas Angst, dieses riesige Viech. Genau, da. Wir gehen mal hier hinten rum. Ach, das von eben. Thumbs down. Keinen anderen alarmiert. Sehr gut. Der Buff ist immer noch aktiv. Da oben läuft was. Ich höre doch hier was. Ich wusste es, da ist was. Was ist das überhaupt? Ach, einfach mal alles buffen, was wir haben. Oh, hi. Nicht, dass jetzt einer von der anderen Seite kommt. Oh, verdammt. Nicht du. Hi. Oh, was ist denn das hier für eine Fokussierung? Okay, der wird uns eh nicht angreifen jetzt. Ich geh mal hier hin. Oh, verdammt. HP, 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 HP. Ah. Oh, verdammt. Ich lebe noch. Cool. Verdammt, bin wieder da. Bin ich jetzt entgültig? Kann er mich aufheben? Oh, oh. Oh, cool. Oh, ein Glück, dass wir hier weitermachen können. Und ich nicht irgendwie vorne anfangen muss. Oh, Mann. Ich hab dich ja da hinten getroffen. Ja. Das würde ich auch so sagen. Eventuell das große Ding hier rausholen. Dann genauso wie eben vorgehen. Ich frag mich gerade, sind alle Gegner jetzt weg? Das hier? Da, wo ich down gegangen bin eben, ne? Okay, wie ich eben... Wir gehen wieder hier hoch. Gucken, dass wir hier den wegkriegen. Nö, ich würde gern.
den Dude hier bekämpfen. Und dann eventuell den hier zwar angreifen. Richtig kacke, wenn man nicht sieht, was man macht. Okay, ich hätte ausweichen sollen. Oder können, eher gesagt. Aber wir können es ja auch heilen. Was ist denn mit dem da? Was labert er? Okay, den Angriff muss man echt gut timen, schätze ich. Jetzt können wir hier runterlatschen. Und uns den anderen hier holen. Oh fuck, das ist einer, der schießt. Das kostet auch noch 5 Punkte. Aber wir haben auch einen wiederbekommen. Wenn ich das richtig gesehen hatte. So, wir hätten da runter gehen können. Okay. Hätten wir von hinten quasi erst den erledigen können. Verstehe. 98 Dings haben wir. Haben ungefähr 400 gehalten. Lohnt sich das noch nicht, das hier zu benutzen, die Heilung. Wobei, wir können einmal zurückgehen. Uns einmal komplett hochheilen an der Mistel. Heißt das Mistel? Ja, Mistel. Dann gehen wir die Treppe, die Leiter da hoch. Oh, Ausdauer ist mal vollkommen verbraucht. Keine Risiken eingehen. Und vielleicht können wir auch ein Level up machen. In der Tat können wir eins machen. Nur noch 5. Oh, das wird schon ein bisschen mehr wieder. Ich meine, ich kann jedes bisschen HP mehr gut gebrauchen. Nee. Ach so. Ach, ich mache mit diesem Dunst, mache ich. Oh, natürlich sind alle Gegner wieder respawned. Soll ich den mal bekämpfen? Oh, ich habe irgendwie Lust, den zu bekämpfen. Hallo, ich will den hier bekämpfen. Lost sighted over there. That's right here. Was? Oh nö. Jetzt habe ich den runtergestoßen. Oh Mann, aber hier ist eine Truhe. Hallo, öffnen. Königlicher, schlechter Dorm. Hunde, königlicher, schlechter Dorn. Ein Blutschlag von Truppen der Operation Königinnen schlechter. Stärkt alle Talente. Das ist ja cool. Sieht auch anders aus. Ist dann das hier auch anders? Oh, verdammt, was ist das denn? Wie cool. Quasi so ein Skorpionschwanz. Das gefällt mir. Damit kann ich bestimmt was anfangen. Welchen Gegner mal anvisiert kriege und der auf mich zustürmt. Richtig gut. Ich teste das jetzt mal hier an den Typen. Hier oben, die nehme ich mal. Oder den. Ach, er ist ein Caster. Ja, cast halt alle down. Lass mir aber auch mal einen. Ey, ich will das Dings hier benutzen. Ach, komm schon. Kannst du eben stehen bleiben? Nö. Oh, nicht dein Ernst, ey. Das macht ja One-Hit. Richtig gut. Oh, und ich kann wieder Sachen looten. Hast du mich gerade gebufft? Nee, ich wollte auch erstmal schauen, was das hier ist. Heilendes Opfer. Was ist denn das? Kannst du wechseln? Nee, wie sehe ich denn? Du kannst verbrauchen deinen eigenen LP, um die LP von... Ach so! Nö. Adrenalin, genau. Und das hier, Kombo, Offensiv, Zweihand. Genau, das ist ein... Dingens. Angriff. Ich würde gerne nochmal so ein... Von hinten an... Ach nee, wir machen das nochmal hier mit... Nee, wir machen das so. Und die Truppen... Alle irgendwas. Ja, cool. Irgendwie mag ich das Spiel. Man bekommt neue Sachen.
Die Gegner sind ganz okay, wenn man nicht gerade an der Engstelle ist mit einer komischen Kameraführung. Mit Begleiter ist es ein bisschen einfacher, der gerade meine Axt im Kopf hat. Aber ich würde sagen, ich beende die Episode für heute erstmal. Wenn sie euch gefallen hat, können sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, wie ich hier weiter durch diesen, wo auch immer wir sind, hier durch Streife nach diesen Blut-Dingern, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.